ist es jetzt völlig egal, ob man die Deutschen oder die Niederländer auswählt. Das habe ich jetzt aber nicht gesagt. Erzählt das nicht weiter. So. Und oh, ich will sie nicht töten. Das wäre voll schade drum. Ah ja. Und hier haben wir gefunden Monaco. Einmal kurz in die Städte gucken. Man weiß ja nie, was hier so abgeht. Also der Kornspeicher benötigt noch 14 Runden. Es wird echt Zeit, dass ich dann hier die Minen setzen kann. Ja. Richtig. Und hier sieht es so aus, dass ich weiterhin einen Produktionsfokus habe. Sonst ist alles gut. Okay, gut, nächste Runde. Hier, forschen wir mal weiter. Dum-di-dum-di-dum. Ja, nee. Das ist ja jetzt echt blöd. Ich wollte jetzt eigentlich einmal rum. Besuche ich den jetzt und frage nach offenen Grenzen? Ja, ne? Also grundsätzlich ist es bei Civilization 5 offensichtlich so, dass benachbarte Länder einen nicht so gerne mögen, egal was los ist. Sobald die Ländergrenzen aneinander stoßen. Ist nicht mehr gut Kirschen essen. Und Belgrad. Auch militärisch. Was sind die nochmal? Kultiviert. Huh? What the fuck? Na gut. Mit kultivierten Menschen gebe ich mich natürlich dann sehr gerne ab. Und Diamant. Nächste Runde. Okay, so langsam wird mir bewusst, wie wichtig Bewegungstempo ist. Denn wenn ich jetzt schnelle Schiffe habe, hätte, dann würde ich mich natürlich doppelt so sicher fühlen, da bei den Diamanten zu siedeln. Handel. Was? Offene Grenzen, ne? Das wollte ich besprechen. Ja? Nicht annähern? Nicht? Was bist du denn für ein Arsch? Naja, gut, dann kann ich da jetzt nicht einmal rumsegeln. Ist auch nicht so schlimm, auf die Insel will ich eh nicht. Wo der doofe Türke rumhängt. So. Das war schon wieder irgendwie. Ich weiß auch nicht, was ich dieses Let's Play habe, aber. Ich habe sehr gute Freunde mit den Türken, ne? Um das mal klarzustellen. Ich mache unwegsames Gelände. Und ich mach so. Alter, da will ich halt echt siedeln. Das ist ein Atoll, da sind Fische. Eins, zwei, drei, vier. Brauche ich da jetzt trotzdem eine Straße? Das lohnt sich nicht, ne? Wenn sie sowieso beide am Wasser liegen und ich gleich einen Hafen bauen kann, muss ich einmal nachgucken, wie ist denn das? Ist das gleich schon soweit? Leuchtturm? Nein. Den Hafen kann ich erst hier hinten bauen. Dann lohnt es sich, glaube ich, goldtechnisch schon. Ach, ich muss aber erstmal das Rad erfinden. Und das habe ich noch nicht getan.
Ach, ich weet nicht. Gut, dass ich mit den Arbeitern nicht weitergemacht habe, weil die pennen jetzt hier schon wieder rum. Nächste Runde. Sehr schön. Wir sind jetzt in der Klassik. Woran man das erkennen kann, werde ich gleich nochmal zeigen. Oh. Die große Bibliothek. Ich probiere das jetzt einfach mal. Und mit dem muss ich jetzt schnellstmöglich wieder nach Hause düsen. Denn mit dem hier. Na gut, jetzt die Startposition schon ein bisschen relativiert. Ich mache hier mal die Bude dicht. Obwohl, das läuft ein bisschen anders. Das muss ich so machen. So, Forschung wählen. Man sieht jetzt hier, dass diese Erweiterung hier in der Klassik ist. Die Optik, die ich hier erforscht habe. Und ich habe auch erst von einem Weltwunder gehört. Also es kann gut sein, dass die große Bibliothek, dass ich die als erstes fertigstelle. Und wenn ich das jetzt irgendwie verkacke, das ist nicht so schlimm. Sag ich mal, die paar Runden, dann kriege ich halt ein bisschen Gold. Ich könnte jetzt hier auf den Kompass setzen. Ich brauche aber 41 Runden, um das zu erforschen. Da kann ich dann lieber kleine andere Sachen machen, wie zum Beispiel Bergbau. Bergbau werde ich gleich für meine zweite Stadt benötigen. Und Stein mit Kunst benötige ich auch für meine erste Stadt schon. Und da unsere Städte ja alle so nah am Wasser liegen, und man sieht ja auch schon, dass ich mit meinen Trieren sehr schön aufs Land schießen kann, ist es vielleicht ziemlich cool, schnell zu einer Karavelle zu kommen. Denn die hat eine Fernkampfstärke von 7 immerhin. Und dann kann ich auch zur Fregatte kommen, die zwar Eisen erfordert. Jetzt muss ich nochmal alles zurücknehmen. Ich glaube. Dumm-di-dumm. Wein. Reiterei brauche ich alles nicht. Währung werde ich wahrscheinlich brauchen. Und dann brauche ich hier Eisen, um da hinten die Fregatten bauen zu können. Das ist nämlich der Punkt, wo ich jetzt gerade wieder ansetzen musste. Also werde ich zuerst einmal das bauen müssen. Und nach der Steinmetzkunst zur Währung gehen. Nach der Steinmetzkunst muss ich zur Eisenverarbeitung gehen, denn ich muss wissen, wo die Eisenvorkommen sind, wenn ich meine Städte gründe. Denn wenn ich zu wenig Eisen habe, das kann sehr gut passieren, wenn ich jetzt einfach blindlings Städte gründe. Okay, ich will das mal nicht zu Ende aussprechen, weil vielleicht revidiere ich das nochmal. Nächste Runde. Aber ihr wisst jetzt ungefähr, welches Dilemma man so durchlebt, wenn man. Sich seine Gedanken macht. Hier gibt es übrigens Wale, was auch ein Luxusgut ist. Und jetzt mache ich hier die Luken dicht. Und jetzt soll er bitte nicht denken, dass er mich hier ausspionieren kann. Was haben wir denn hier? Ach, das ist mein Siedler. Ne? Der ist nämlich auf dem Wasser ein Feld schneller. Wenn jetzt hier vor mir ein böses Boot steht, bin ich im Arsch. Okay.
Das ist jetzt auf sehr viel gut Glück, könnte man sagen. Ich sammle das mal hier ein, fällt mir mal ein, wenn die gerade eh nichts zu tun haben. Ja, meine Einheiten können jetzt wassern, weil ich die Navigation erforscht habe. Und wir können wieder eine Runde weitermachen. Ah, da läuft er hin und her. Was mache ich jetzt? Ah ja. Jetzt noch ein Stadtstaat. Gibt es hier einen Fluss? Nein. Das ist schade, dass es hier keine Flüsse gibt. Aber das hier sieht aus wie ein super Platz für eine weitere Stadt. Oder das? Oh ja, das hier. Nehme den. Da kam ich nämlich an 4 Fische, was echt krass ist. Schafe, 2x Wein, was die Kultur steigert. Also wird mein 4. Siedler, den ich nach der großen Bibliothek baue, da unten runterfahren. Denn ich habe mehr als genug Happiness. Wenn ich jetzt hier noch die Gewürze erschließe, um mir noch eine weitere Stadt leisten zu können. Diese Stadt hier wird mich 3, 4, 5 kosten. Dann komme ich auf 1 Happiness. Das heißt, ich muss hier unten den Wein sehr schnell holen. Und mit dem hier kann ich jetzt schon mal runterlaufen. Die Baumwolle habe ich hier bereits. Okay. Eine Einheit benötigt Befehle. Und meine sehr experimentelle Reise geht weiter. Okay, ich werde auf jeden Fall noch hier hinfahren, bevor ich Wasser. Weil wenn ich auslade und neben mir stehen Barbaren, dann habe ich ja auch einen Jackpot geschossen. Genau, in 2 Runden kann ich dann auch hier eine Mine bauen, weil diese Stadt hier obwohl, nö, Hörmöchchen haben die eigentlich auch genug, oder? Die haben nur Probleme mit der Nahrung. Ja, Probleme mit der Nahrung. Was gab es? Ich glaube, die Ruinen haben mir Bergbau beschert, weil eben waren es doch noch 2 Runden, oder? Also hat sich nicht so gelohnt, die Ruine, aber ich sag mal, es gibt Schlimmeres. Ich trau mich nicht, wenn ich hier gleich auslade. Shit. Ich gehe ja ruhig auf Nummer sicher, ey. Venedig! Ist das nicht passend? Schön. Maritim. Und Perlen haben sie. Oh, ich könnte da jetzt durch. Ich muss da durchsegeln. Auch wenn es sie verärgern wird. Bauen kann ich hier noch nichts, also nochmal wieder zurück und ich gehe. Alter, warum konnte ich nicht wassern? Ach so, okay. Das ist auch eine Kleinigkeit. Ich muss erst in meine Stadtgrenzen zurück, um das Wassern zu erlernen. Ja, die können das ja jetzt nicht durch E-Mail bekommen haben. Und deswegen müssen die erstmal nach Hause, damit sie es auch lernen. Ja, das heißt, ich werde jetzt diese Krieger hier bewegen. Okay,
Damit haben wir doch schon einiges hier aufgedeckt. Und ungewohnt verbunden sind die Archipel. Und ich werde weiter hier in Richtung Edinburgh forschen müssen. Denn ich möchte natürlich nicht so weit.